Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen etwas verspäteten Wochenbeginn. Heute ist natürlich kein echter Montag laut Kalender. Es ist Montag. In Wahrheit haben wir einen keltischen Saturntag, einen schwierigen Tag, einen Satanstag. Morgen haben wir einen keltischen Sonntag. Das ist wieder ein guter Tag. Solltest du irgendwelche Aktionen haben oder Aktivitäten, die du um einen Tag verschieben könntest, dann wäre das sehr ratsam, wenn du das tust. Denn morgen werden die Dinge dir leichter von der Hand gehen als heute. Und morgen haben wir aber auch eine Konjunktion zwischen Mond und Mars. Also Mond-Mars-Konjunktion im fünften Haus. Das klingt so wie Fluchen beim Handwerkern, ja. Also das ist so, Mond Mars steht natürlich für heftige Emotionen, Eklor, ja, also für Wutausbrüche und ja, kann auch eine gewisse selbstzerstörerische Tendenz haben. Wir sehen nämlich diesen Aspekt auf 18 Grad 47, also auf Skorpion, gerade an mangelndem Wutpotenzial fehlt es hier nicht. 18 Grad 47, also das heißt, hier tut sich schon einmal einiges. Ich würde sagen, den Mondzyklus, also auf seiner Konjunktionsreise in Bezug auf die anderen Planeten, hat er halt hier bei Mars eine schwierige Station. Die passt natürlich zur Mondenergie, wie klassisch gesprochen, die Faust aufs Auge. Warum? Wir haben hier den Krebs, Heimat des Mondes, und hier Mars, Heimat, also Krebs, Heimat des Mondes und Mars, Krebs, Mars, zweiter Versuch, im Sternzeichen wieder beheimatet, aber auch im Sternzeichen Skorpion steht der Mars beheimatet und der Mond erhöht im Stier. Also das heißt, wir haben hier eine doppelte Spannung und die haben wir hier in dieser Konjunktion natürlich auch mit an Bord. Was wir hier auch wunderschön sehen können, das fünfte Haus steht natürlich auch für Liebe, für kreatives Arbeiten. Und ja, wir haben hier das Thema Beziehungen, würde ich sagen, ganz schön schwierig besetzt, weil fünftes Haus steht ja für, wie gesagt, Menschen, mit denen man vom Herzen her eng verbunden ist, also kann man sagen, in Liebe verbunden, und siebtes Haus steht generell für die Partnerschaften. Und hier würde ich sagen, ja, da könnte es schon mal in Partnerschaften ein bisschen lauter werden. Der morgige Tag wird auf jeden Fall nicht langweilig verlaufen, also das sehe ich auch in den Zahlen, die werden wir gleich durchgehen. Und ja, ich muss hier ich war sehr erfreut. Ich war glücklich. Ja, Volksgenossen, die Inflation wurde abgeschafft. Richtig. Ja, die Inflation steigt so ein Schmarrn. Ja, richtig. Also es gibt keine Inflation mehr. Es wurde von oben angeordnet, dass ab heute Inflation verboten ist. Also das ist endlich, auf diese Maßnahme haben wir lange gewartet. Ich verstehe nicht, warum es so lange gebraucht hat, aber jetzt, wenn es schon mal da ist, dann kriegt es einen Tritt im Allerwertesten. Du weißt, dem Mailmark ist näher, als wir glauben. Was auch nahe ist, ist die Tatsache, dass hier alles sich unterhalb der Aszendentenachse abspielt. Also das bedeutet, hier läuft wieder mächtig viel unterschwellig. Aber für uns wichtig, 1, 2, 3, 4 Planeten im ersten Haus. Und wieder bleibt der Druck auf die oberen sehr, sehr groß. Mittlerweile wissen wir, dass so viele Planeten im ersten Haus, weil 4 Planeten ist noch immer gewaltig viel stärkste Hausbesetzung, das zweite Haus am zweitstärksten besetzt. Also das heißt, ja, ist witzig, 4, 3, 2, 1. Ganz interessant, die Häuser 1, 2, 5 und 3 in absteigender Reihenfolge mit Planeten besetzt. Der Rest ist leer, also da ist jetzt im Moment Sperrstunde, also da spürt sich nichts an. Und hier erkennen wir, dass natürlich der Druck, ja, der politische Druck immens ist. Ja. Wir erkennen auch Saturn als Herrscher des ersten Hauses, Spitze 1 im Steinbock, verspricht sozusagen eine spannende Zeit. 23er, 53 auf Steinbock
in Steinbock geraten, viel härter geht es nicht mehr. Und witzig, nur dass der Saturn eingeschlossen ist im Wassermann, im ersten Haus, was für mich dann nicht nur das Thema Härte anspricht und Entbehrungen, sondern gleichzeitig auch einen starken Auflösungsprozess. Also ich glaube, daran besteht kein Zweifel. Der Pluto steht nahe dem Aszendenten. Ich glaube, mit der 5-Grad-Regel kommen wir hier nicht ganz zu Rande. Wir haben hier Pluto 29, 28, minus 5 wäre 24, 28 und das bringt der Aszendent nicht. Ja. Der ist weiter entfernt, also das heißt nicht ganz zutreffend, aber trotzdem Pluto nahe am Aszendenten, das heißt auch schon was, also das heißt, hier haben wir es auf jeden Fall mit einem, ja, Machtspiel, ja, mit großen Machtspielen zu tun. Und woher kommen die Machtspiele? Naja, Pluto-Herrscher von 10 und von 9 braucht man nicht lang suchen, haben wir auch schon wieder gefunden. Und wir sehen aber, dass der Bereich 9. und 10. Haus natürlich auch hier beim Mond aktiv wird. Ja. Also das heißt, das ferne Ausland und unsere Staatsdebatten. Schauen wir mal, ob die auf Fischegraden sind, was für uns natürlich sehr unangenehm wäre. 28, 35 Fischegrade von 27, 30 bis 30 Grad. Also das heißt, die Staatsdebatten sind voll im Auflösungsprozess mit dabei. Naja, die vier Planeten beziehen sich auch auf sie im ersten Haus. Also da können wir uns sozusagen auf eine große Abschiedsparty schon einmal einstellen. Vielleicht den Sekt nicht einkühlen, man weiß ja nicht. Sie spielen ja gern mit Strom herum. Wir können uns dann auch gleich anschauen, ob wir hier einen Aspekt haben. 11. Haus ist Schütze, Mond, Herrscher von, also das 8. vom 11. Haus, Mond in 5. Ich glaube, das ist jetzt kein aufdringlicher Aspekt. Maximal ein Sextil, aber auch eher sehr, sehr schwach wirksam. Also das heißt, Stromausfall werden wir in den nächsten 30 Tagen, so wie es hier ausschaut, nicht zu befürchten haben. Es sind 28 Tage. In 28 Tagen wird der Mond den Mars dann wieder begegnen, und zwar am 28. März. Ganz interessant. Ja, was gibt es hier noch zu sagen? Einiges gibt es zu sagen, aber ich würde sagen, springen wir zunächst einmal in den Zahlenteich. Und da haben wir morgen eben den letzten Tag des Sternzeichens. Was? Nix. Wir haben den letzten Tag des Februars. Und was soll da der Monatswechsel sein? Ich weiß es nicht. Wir haben hier die Sonne auf nicht ganz 10 Grad in den Fischen. Also ja, falsche Zählweise, hier muss der keltische Kalender Abhilfe schaffen, aber der ist schon im Anflug. Also das würde bedeuten, wieder mal falsch, alles, da ist alles falsch. Also diese Lügenmatrix erfreut uns jeden Tag aufs Neue. Aber trotzdem, die Zahlen sind immer wieder interessant und erfrischend und bringen auch natürlich Zusatzinformationen. Die 28, die 30, die doppelte 32, die 34, die 37, die bringt uns dann die 10 und die 1. Das hatten wir doch gestern beim Aspekt zwischen Venus und Jupiter, glaube ich. Kann ich mich gut erinnern bei der neuen Zahlenreihe. Aber hier ist jetzt die alte Zahlenreihe, und zwar die 28. Die 28 beginnt einmal mit großer Sturheit. Es soll alles so bleiben, wie es ist. Es soll sich nichts verändern. Kann ich total nachvollziehen, weil die Veränderungen der letzten Jahre und Jahrzehnte waren auch mir viel zu rasant. Viel zu rasant. Wir sehen hier Spitze. Erstes Haus, also Aszendent im Steinbock, auf Steinbockgraden, das würde ich sagen, das ist schon mal sehr, sehr gut, die 28 repräsentierend. Wir sehen aber auch hier, Spitze, viertes Haus im Sternzeichen Stier. Auf wie viel Graden haben wir es? Nojo, 28, 35 im Stier. Nojo, das klingt mir so ein bisschen nach Alkohol. Schauen wir mal, oder? Jetzt hat er ein bisschen überlegt, ob er mir auch das anzeigen möchte. 28 Grad, wo ist er? Who is Johnny? Wo ist er? Aha, na, da habe ich mich da falsch erinnert. Nein, also. Naja, so 28 Grad stimmt nicht. 26 Grad, 39, knapp vorbei ist auch daneben. Also das heißt, Alkohol, den haben wir zum Glück verpasst. Ja. Wäre auch sehr schade gewesen, weil aufs vierte Haus bezogen. Sagen wir so, Alkohol steht in der Nähe des vierten Hauses. Was natürlich jetzt auch nicht das beste Zeichen ist, aber er ist jetzt nicht exakt drauf an der Spitze des vierten Hauses. Aber auch hier, Spitze viertes Haus im Stier, würde ich sagen, bringt uns die 28 doch auch ein bisschen näher. Auch Spitze zehntes Haus im Skorpion könnte damit so ein wenig zusammenhängen. Die 30 ist eine Zahl der Zuversicht, eine positive Zahl, aber eben ein bisschen schwach übersetzt, das heißt, hier kommt es zu einem starken Rückzugsprozess. Können wir den hier erkennen? Naja, allgemein gesprochen, wenn wir sagen, alle 10 Planeten unterhalb der Aszendentenachse, vielleicht können wir das als Rückzugsprozess
gelten lassen. Die 32 immer das, die kleine Rüttelzahl, das Richtige zu tun, sozusagen doppelte Erhöhung, doppelte Vernichtung. Also das heißt, hier werden auch Gefahren angezeigt. Naja, die 32 könnte ich jetzt indirekt in der Mond-Mars-Konjunktion sehen. Das ist nämlich sehr streitaffin. Ja? Also hier können insbesondere im so beweglichen, im volatilen Zeichen Zwillinge, können die Nerven schon einmal recht schnell hochgehen und hier fliegen dann weniger die Fäuste, sondern mehr die Worte, also beleidigende Worte, weil wir sehen eben auf Skorpion gerade die Konjunktion. Na, da könnten schon einmal die Emotionen hochgehen. Und warum können die Emotionen hochgehen? Weil insbesondere sind ja die Partnerschaften angesprochen, ja, sehen wir Krebs. Und auch das Thema Krankheit, also das heißt, hier bezieht sich natürlich die Wut auch auf das Thema Krankheit in Partnerschaften, aber was sozusagen noch virulenter ist, der Mars ist eingeschlossener Herrscher des zweiten Hauses, gibt uns schon einmal einen Hinweis auf das Thema Geld und auf das Thema zehntes Haus, Stadtsipaten. Und von mir ist neuntes Haus, Bevölkerung wird jetzt wahrscheinlich nicht so sehr vom Wilden Westen betroffen sein, aber eher von Ungerechtigkeit. Also das Thema Gerechtigkeit kann hier durchaus angesprochen sein. Also das heißt, hier sehen wir, dass im emotionalen Bereich ganz schön Probleme sind, Spannungen sind wegen Finanzgeschichte. Und wenn wir so ein bisschen näher schauen, ja, wenn wir ein bisschen großzügiger sind, dann sehen wir, dass das Quadrat ungefähr in die Halbsumme zwischen Sonne und Neptun fällt. Ja, und Neptun als Herrscher des zweiten Hauses steht auch für das Geld, wie der Mars. Geld und Geld. Ja. Und hier haben wir bei der Sonne wieder das Thema Partnerschaften angesprochen. Ja. Also das heißt, im ganzen Land, wir haben die Sonne nämlich auf richtig Krebsgraden. Hier wird die Bevölkerung angesprochen. Ja. Auf Krebsgraden, das heißt, wir sehen hier, dass es in Beziehungen Sonne beim Thema Geld, ja, Neptun, Halbsumme und Mars im Doppelquadrat zur Mond-Mars-Konjunktion, sehen wir hier, ja, dass in Beziehungen, in Partnerschaften das Thema Geld, aber auch das Thema Krankheiten leider ein großes Streitthema ist. Ich würde sagen, bevor auch wir zu streiten beginnen, machen wir mal hier eine kurze Unterbrechung und springen in den zweiten Teil. Ende!